mal gleich vorlesen. So, als allererste Frage haben wir vom Publikum bekommen: Kann ich als Ein- und Ausgabenrechner meinen BKW abschreiben? Okay, ja, super. Danke mal an die Einsender für diese drei Fragen. Starten wir vielleicht einfach mit der ersten Frage. Kann ich als Ein- und Ausgabenrechner meinen BKW abschreiben? Diese Frage ist relativ einfach zu beantworten und klar zu beantworten mit einem Ja. Ja, wichtig oder grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Kosten im Zusammenhang mit dem BKW als Aufwand geltend zu machen. Einerseits haben Sie die klassische Möglichkeit der Kilometergeldabrechnung. Das heißt, der BKW bleibt im Eigentum von Ihnen als Privatperson sozusagen. Und Sie führen ergänzend hierzu dann ein Fahrtenbuch und verrechnen als Privatperson das Kilometergeld mit Ihrem Unternehmen. Und dann können Sie eben dementsprechend, je nachdem in welchem Land Sie jetzt sind, ob Sie in Österreich oder in Deutschland sind, den jeweiligen Kilometersatz dementsprechend als Aufwand geltend machen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch auch hierbei zu beachten, dass es hierbei eine Kilometerbegrenzung pro Jahr gibt. Das heißt, Sie können nicht unbegrenzt Kilometer als Kilometergeld schreiben. Also wenn Sie im Jahr 100.000 Kilometer fahren, dann dürfen Sie das nicht. Hier gibt es eine Kilometerbegrenzung von, sofern ich es jetzt auswendig richtig im Kopf habe, von 30.000 Kilometer pro Jahr. Also das wäre so die eine Variante, wo Sie einmal die Betriebskosten jetzt unter Anführungszeichen geltend machen können. Also Sie können jeden Kilometer verrechnen mit dem jeweiligen Kilometersatz als Aufwand in Ihrem Unternehmen. Und das führt dann in weiterer Folge, dass das natürlich auch Ihren Gewinn am Ende des Jahres schmälert und dadurch die Bemessungsgrundlage für die Steuer und die Sozialversicherung reduziert. Das wäre mal die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, die bezieht sich jetzt eben genau auf diese Frage, kann ich meinen BKW abschreiben als Ein- und Ausgabenrechner? Grundsätzlich können Sie den BKW ganz normal abschreiben und hierbei ist es unabhängig davon, ob Sie Ein- und Ausgabenrechner sind oder ob Sie eine doppelte Buchhaltung führen. Also das gibt hier keine Unterscheidung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass Sie das Auto dem Unternehmen, also Ihrer Selbstständigkeit zuordnen und dann können Sie dieses Auto dementsprechend auch abschreiben. Also in Österreich ist die Abschreibung für einen BKW, also die steuerrechtliche Abschreibung für einen BKW mit 8 Jahren vorgesehen. Und dementsprechend können Sie dann das Auto jährlich auf 8 Jahre abschreiben. Das heißt, wenn das Auto beispielsweise 40.000 Euro kostet, dann können Sie dementsprechend eben auf 8 Jahre jeweils pro Jahr, wenn ich jetzt mathematisch richtig im Kopf rechne, 5.000 abschreiben. 5 mal 8 ist 40, genau. Also das können Sie problemlos abschreiben. Wichtig im Zusammenhang dabei ist aber jedoch auch zu wissen, dass es hier in Österreich dann eine sogenannte Luxustangente kommt. Das heißt, Sie können nicht alles zur Gänze abschreiben. Das heißt, wenn Sie ein Auto für 60.000 Euro kaufen, dann dürfen Sie nicht einfach diese 60.000 durch die 8 Jahre dividieren und das abschreiben, sondern dann müssen Sie diese Luxustangente dürfen Sie nicht abschreiben. Das heißt, Sie dürfen Autos maximal bis zu einem Anschaffungswert von 40.000 Euro komplett abschreiben. Den Rest darüber dürfen Sie eben dementsprechend nicht abschreiben. Und neben der Abschreibung können Sie dann natürlich auch als Ein- und Ausgabenrechner die ganzen tatsächlich angefallenen Aufwendungen, also wie zum Beispiel den Treibstoff, also Diesel oder Benzin oder wenn Sie ein E-Auto haben, dementsprechend natürlich auch die Stromkosten für das Auto ganz normal als Aufwand geltend machen. Und das sind natürlich jetzt hier die Unterschiede zu der Kilometergeldabrechnung. Bei der Kilometergeldabrechnung nehmen Sie einfach die gefahrenen Kilometer mal den Kilometergeldsatz und das ist dann der Aufwand.
Und wenn Sie das Auto aktiviert haben, also sprich nicht das Privat, als Privatperson das Auto besitzen, sondern in das Unternehmen, in die Selbstständigkeit eingebracht haben, können Sie eben tatsächlich alle damit anfallenden Kosten als Aufwand geltend machen und darüber hinaus auch noch das Auto abschreiben. Wichtig im Zusammenhang damit ist es jedoch dann auch noch, dass Sie einen Privatanteil berücksichtigen, weil Sie fahren ja mit diesem PKW dann vermutlich nicht nur dienstlich, sondern Sie werden vielleicht auch mit diesem PKW auch einmal zum Einkaufen fahren oder vielleicht einmal Freunde besuchen oder die Familie besuchen. Und diesen Anteil müssen Sie dementsprechend bei der Abschreibung beziehungsweise bei den sonstigen Aufwendungen, also Treibstoff, Servicekosten und so weiter, dementsprechend gegenrechnen. Und das machen Sie einfach ganz unkompliziert, indem Sie die vollen Aufwendungen in Ihrer Ein- und Ausgabenrechnung deklarieren und eben abziehen und den Privatanteil beispielsweise von 40% als Einnahmen oben wieder hinzuzählen. Und dadurch wird das Ganze eben ausgeglichen. Und vielleicht abschließend auch noch erwähnt, im Zusammenhang mit ja, einer eventuell irgendwann einmal vorkommenden steuerlichen Prüfung, müssen Sie diesen Privatanteil natürlich auch argumentieren können. Aus diesem Grund sollten Sie eben auch hier, zumindest einmal über die ersten paar Jahre hinweg, wo Sie ein Auto aktiviert haben, ein Fahrtenbuch schreiben. So, dass wenn Sie Ihren PKW lediglich mit 10% Privatanteil drinnen haben, dass Sie gegenüber der Finanz argumentieren können, dass diese 10% eben tatsächlich privat sind und dass es nicht 20% sind. Wenn Sie das nicht glaubhaft gegenüber der Finanz argumentieren können, dann nimmt die Finanz eine Schätzung vor und das kann dementsprechend zu einer eventuellen Nachforderung seitens des Finanzamtes führen. Das heißt, Sie müssen dann irgendwann einmal nach der Prüfung Steuern nachbezahlen. Und aus diesem Grund empfiehlt es sich eben wirklich hier klar zu dokumentieren. Vielleicht ergänzend auch hierzu noch für Selbstständige, wenn Sie irgendwo ein Büro angemietet haben und nicht im Homeoffice arbeiten, dann zählt für Selbstständige der Weg in das Büro ebenfalls zu einer dienstlichen Fahrt und wird nicht als private Fahrt angesehen, wie es bei einem Angestelltenverhältnis der Fall ist. Ja, ich glaube, so viel einmal zum Thema Abschreibung von BKWs im Zusammenhang von Ein- und Ausgabenrechnung. Also wie gesagt, Sie haben zwei Möglichkeiten, entweder den BKW abzuschreiben, wenn Sie diesen dem Unternehmen bzw. Ihrer selbstständigen Tätigkeit zuordnen und alternativ haben Sie die zweite Möglichkeit, über die Kilometergeldabrechnung dieses als Aufwand geltend zu machen. Ich glaube, Philipp, die Frage ist beantwortet somit, oder? Genau, ja. Super, perfekt. Ja, vielleicht auch noch an dieser Stelle, wenn Sie mehr rund um das Thema Gründen bzw. Selbstständigkeit lernen möchten, dann empfehlen wir Ihnen, jetzt darf ich noch mal kurz Werbung in eigener Sache machen, unseren dreimonatigen Online-Lehrgang Gründen und Selbstständigkeit starten. Dort lernen Sie die wichtigsten Informationen oder erhalten Sie die wichtigsten Informationen, welche Sie benötigen, um Ihr Business erfolgreich in die Tat umzusetzen und Ihren Traum von der Selbstständigkeit zu verwirklichen. Und ja, so viel einmal, glaube ich, zur ersten Frage. Gehen wir dann weiter zur zweiten Frage, oder? Genau, ja. Wir können gleich weitergehen. Vielleicht, wenn noch irgendwelche Dinge bezüglich ja, Abschreibung von BKWs oder Ähnliches anfallen, dann können Sie uns die Fragen gerne in den YouTube-Kommentaren hinterlassen und wir werden sie gerne beantworten und versuchen, Ihre individuelle Frage mit Ihrer Situation zu lösen. Also vielleicht die Antwort kommt dann entweder direkt unter das Kommentar oder eben im Rahmen eines unserer nächsten YouTube-Live-Videos.